jetzt wieder die Blockhütte und das sind wieder eure 5 Minuten. Ich wurde nochmal gebeten, mal was zu den sogenannten Reducern zu sagen. Ich habe das sicherlich, als ich mal über Amps geredet habe und wie man Lautstärke reduzieren kann, habe ich das alles sicherlich mal erwähnt. Ich habe jetzt leider keinen Reducer hier, aber das ist eigentlich auch egal. Ich fange einfach vorne an. Was ist überhaupt ein Reducer? Ein Reducer ist immer ein kleines Gerät. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den SPL Reducer. Ich habe hier mal ein Foto auf meinem, könnt ihr sehen, auf meinem iPad. So sieht das Ding aus. Hat ein paar Regelmöglichkeiten. Das ist eigentlich nur eine Kiste, die man zwischen einem Top-Teil und einer Box einfach dazwischen steckt, sozusagen. Und was soll ein Reducer machen? Er soll reduzieren, und zwar die Lautstärke. Reducer finden eben halt häufig oder eigentlich fast ausschließlich Einsatz, den Einsatzbereich bei Röhrentopteilen, wenn man sie denn in der Lautstärke reduzieren möchte. Also vielleicht Problem, ich habe ein sehr geiles Röhrentopteil, was aber für zu Hause viel zu laut ist, liegt halt an der Sache, ne, des Röhrentops an sich, ein 100 Watt, mein Marshall zum Beispiel, mein Joe Satriani Marshall, den ich besitze, der ist in der Lautstärke echt nicht zu bändigen. Würde man den zu Hause spielen wollen, und zwar wirklich in einer adäquat runterregelbaren Lautstärke, müsste man einen Reducer dazwischen setzen. So, ich habe jetzt gerade genau dieses SPL-Gerät lang und breit getestet, als ich ein bisschen aufgenommen habe. Und ich wage zu behaupten, selbst bei Verwendung von sehr hochwertigen Kabeln, man kann jeden Reducer soundtechnisch hören. Also ein Reducer ist nichts anderes als letztendlich als ein Bauteil. Andere Namen dafür sind Power Soak oder sonst was. Ne? Ist ein Bauteil, welches die abgegebene Energie des Verstärkers, so muss man das ja sagen, also die Lautstärke-Energie, den drehe ich natürlich auf, weil sonst bräuchte ich ja den Reducer nicht. Also ein Topteil wird schon aufgedreht, ne, damit der richtige Sound rauskommt, sage ich jetzt mal. Dann kommt der Reducer dazwischen, wandelt diese Energie meist in Wärme um, weil irgendwo muss die ja hin. Die verpufft dann, also so ein Reducer kann auch scheiße heiß werden. Also dieser SPL-Reducer, der kann was, wenn man da mit einem 100 Watt Top-Teil rangeht. Also dann braucht man in dem Raum keine Heizung mehr. Das ist also, das ist schon mal amtlich. So, und dann kommt ja das Signal aus der Box. So, und was ich auch bei diesem Reducer, der von SPL kostet schon 300 Euro, es gibt auch weitaus günstigere Geräte, er kostet 300 Euro und ist schon eins der guten Geräte, möchte ich behaupten. Aber auch dieser Reducer verbiegt einfach das Signal. Das mag auch daran liegen, dass natürlich, wenn das Röhrentopteil aufgedreht wird, schmeißt er ja einen anderen Ton raus, als wenn ich versuche, einen Röhrentop ganz leise zu spielen. Das ist schon mal klar. Würde ich den Reducer nicht dazwischen haben und würde das Topteil so weit aufgedreht haben, dann würde mich A, die Lautstärke in den eigenen kleinen vier Wänden natürlich total umhauen, und natürlich klingt es dann anders, als wenn ich dieses Top leise spiele. Das ist völlig klar. Was als zweiter Faktor dazu kommt, wenn ich mit dem Reducer die Lautstärke wegnehme, die das Topteil rauswirft, dann kommt ja auch eine Lautsprechermembran gar nicht dementsprechend in Wallung, sage ich jetzt mal. Das heißt, eine Lautsprechermembran hat auch einen sehr großen Anteil am Gesamtsound. Das heißt, viele Lautsprecher schmeißen auch einen richtig geilen Ton erst raus, wenn sie auch ein bisschen Input bekommen, sozusagen. Also an der Stelle klingt es auch wieder anders. Also man wird nicht denselben Sound hinkriegen können wie im Probenraum. Es kann nicht gehen. Also ein Reducer ist einfach immer ein Reducer. Er wird den Sound beeinflussen. Das Topteil kann leise dann nicht genauso klingen wie laut. Es geht einfach nicht. Dafür sind da physikalische Gesetzmäßigkeiten, die wir verändern. Aber es geht um den Punkt, es leise zu spielen. Okay. Das macht ein Reducer ziemlich gut. Worauf ihr achten müsst, bei einigen, bei dem SPL-Reducer jetzt, kann man eigentlich alles einstellen. Das heißt, die Ohmzahl ist variabel einstellbar. Also was ihr für ein Topteil habt und was ihr für eine Box, das kann man bei dem Apparat einstellen. Dann steht bei dem eine Belastbarkeitsgrenze drauf. Bei dem ist es, glaube ich, 200 Watt irgendwie. Es gibt durchaus Reducer, die etwas günstiger sind, die weniger Leistung abkönnen. Da muss man sich mal schlau machen, weil so ein Reducer brennt dann auch gerne schnell mal durch. Also auch dieser SPL ist da nicht frei von Ausfällen. Das kommt sicherlich immer darauf an, wie viel man von dem Röhrentopteil da reinjagt und was er eben halt, wie viel er reducen muss.
sozusagen. Ne? Und ja, hochwertige Kabel ist klar. Ja, und ja, genau, diese Ohmzahlen, die sind dann noch ganz wichtig. Es gibt jetzt ganz viele von Loadbox, heißt sowas denn auch manchmal irgendwie. Und dann gibt es noch Reducer, die haben so einen XLR-Ausgang, damit man ein DI-Signal rauskriegt, also damit man vielleicht auch ohne Mikrofon den recorden kann oder sowas. Also es gibt da am Markt wirklich viele, viele von Mesa Boogie gibt es da ganz interessante Dinger. Die habe ich jetzt nicht getestet, die kenne ich jetzt noch nicht. Es gibt sicherlich, der Markt bedient da alles. Letztendlich soll ein Reducer das Gitarrensignal leiser machen. Wenn man so ein Gerät dauerhaft benutzen möchte, also wenn einem das 100-Watt-Top-Teil generell zu laut ist, dann würde ich eine andere Lösung empfehlen. Da gibt es nämlich noch eine zweite Version, die man auch mal ins Auge fassen könnte. Meine Erfahrung mit dem SPL Reducer, das wird bei allen anderen genauso sein, ist, wenn man ein Top-Teil hat und man reduziert die Lautstärke, dann ist es bei dem Top-Teil, bei meinem Marshall war es vollkommen egal, wenn ich am Treble-Regler gedreht habe, konnte man keinen, ich sage mal, keinen Unterschied mehr hören an der Box, ob ich den Treble voll aufgedreht oder voll weggenommen habe. Der Reducer hat das alles platt gedrückt. Also da war dann also einen ganz großen Einfluss auf den Sound haben diese Dinger. Da kann mir einer erzählen, was er will. Also das da habe ich gedacht, ich spinne irgendwie. Also da konnte ich nichts mehr regeln. Das war nicht mehr hörbar. Also in dem Bereich hat er alles irgendwie weggenommen. Keine Ahnung. Also da passiert auf jeden Fall was. Sicherlich ist auch ausschlaggebend, wie doll man dann reduce. Also ich habe natürlich schon, ich habe Extreme ausprobiert. Alles andere bringt es ja nicht. So, und wenn man jetzt aber, und ein Reducer kostet 300 Euro, wenn man 300 Euro, bei 300 Euro kann man sich auch schon überlegen, sich ein Übungsamp zu kaufen. Also wenn der Reducer nur für zu Hause sein soll, wird da so ein bisschen die Sinnlosigkeit, zumindest der von SPL kostet 300 Euro, die Sinnlosigkeit, klar. Anderes Problem ist dann, dass man hier zum Beispiel für die dauerhafte Version immer so ein Gerät mit rankabeln, der muss ja immer mit angekabelt werden, ist vielleicht für eine Dauerlösung nicht der Trick. Es gibt sogenannte, ich kenne sie jetzt unter der Bezeichnung Tone Bones, es gibt Aufsätze für Röhren. Wenn ihr zum Beispiel einen 100 Watt Top-Teil habt, dann habt ihr vier Röhren drin, meistens a 25 Watt. Dann kommen wir auf unsere 100 Watt. Bei einigen Top-Teilen kann man zwei von diesen Röhren, das ist jetzt nichts zum Nachmachen, das ist jetzt die Theorie. Theoretisch könnte man ein Endstufen-Pärchen rausziehen, dann hat man nur noch 50 Watt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ein Top-Teil dann reibungslos läuft. Einige Amps kann man auch umschalten, von eben halt 100 auf 50, dann werden eben halt zwei Endstufen-Röhrchen abgeschaltet. Für alle die das, wo das nicht in Frage kommt, gibt es sogenannte Tone Bones. Ich kenne sie unter dieser Bezeichnung. Letztendlich sind es einfach nur kleine Reduziersockel, die bei den Endstufenröhren dann eingesteckt werden, wo dann eine kleinere Röhre eben halt dranhängt. So kriegt man zum Beispiel ein 100 Watt Top-Teil problemlos auf irgendwas zwischen 30 und 40 Watt. Ne, das kann man da machen. Wenn man sich natürlich über die Spezifikationen nicht ganz im Klaren ist, ob man das so tauschen kann und wie auch immer, sicherlich muss so ein Top-Teil theoretisch, es sind ja neue Röhren, dann eigentlich auch wieder eingemessen werden, also der Bias und so weiter. Aber vom Prinzip geht es. Und so kriegt man dann, wenn man eben halt ein eigentlich geiles Röhrentop-Teil hat, wo man sagt, Mensch, der Sound ist eigentlich geil, es ist nur einfach viel zu laut, dann kann man sehen, dass man sich vielleicht, und das ist auch die kostengünstigere Variante, so eine Tonbones da reinzimmert. Und dann hat man das Top-Teil reduziert und dann kann man auch in den Genuss kommen. Dann kann man, wenn man es auf 40 Watt reduziert, kann man vielleicht dieses Top-Teil dann auch zu Hause spielen, wenn man es nicht. Vielleicht, also auf jeden Fall wird die Regelbarkeit der Lautstärke etwas sensibler sein, sodass man da ein bisschen besser davor ist. Das ist mein Tipp zu diesen ganzen Reducer-Kisten eben halt. Ne? Also ich persönlich. Ich würde mir eher einen kleineren Amp besorgen für zu Hause, also bevor ich 300 Euro für einen Reducer... Und ich bin mit der Reducer-Lösung auch nicht glücklich gewesen. Also ich fand es nicht gut. Und weil ein Reducer eben halt, wenn man die Lautstärke so arg runterdrückt, doch den Frequenzgang arg beschneidet, eignet sich das zum Recorden, wenn man Aufnahme betreiben will, auch echt nur bedingt. Also das, ich fand es nicht gut, also, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Okay, in diesem Sinne...